Moin Moin, und da sind wir wieder lebendig und zurück. Etwas 2, so, da ist aber ein Beherrschungspunkt hier in der Nähe. Kann man da vielleicht rüber segeln? Bestimmt. Und dann machen wir oben nochmal kurz platt und dann segeln wir da hin. Er wieder. Und irgendwas befindet sich hier verschlissene Seite hier hinten. Säule sehe ich gerade. So, und jetzt schauen wir mal kurz. Es Da ist ist der mein Schicksal. Beherrschungspunkt. Okay. Ja, das sollte auch gut zu fliegen sein. Oh, Elektrowivern. Und eine Taucherbrille. Yep. So, kommunizieren. So, jetzt kannst du wieder was auswählen, Lucky. Nee, ich hatte den schon. Ah ja. So, dann springen wir hier mal runter. Ui. Ist da wieder eine Kante? YOLO! Ist da eine Kante? Alles gut, solltest du überleben. Wobei, bei dir weiß man nie. Ah, schafft. Genau. Obwohl, trotzdem konnte ich irgendwas auswählen, ist ja witzig. So. Der letzte. Hier ist ein Heldenpunkt. Hier ist Ja, ein Vista. ja. Hier Das unten, hier ist jede Menge. hört sich auch in der Reihenfolge recht gut an. Da auch. Noch mal kurz ein bisschen Food. So. Und Heldenpunkt. Gut, tut gut. Ja, können wir hier am Wasser dann da hinten raus. Warum schwimmst du? Ach, ich denke doch nicht an diesen Rochen. Ja, solltest du. Ja, jetzt würde ich auch gerne rauskommen und den Rochen nehmen, aber geht hier nicht. Es regnet in der Wüste. Doch, auf dem Wasser kannst du aufsteigen auf den Rochen. Ja? Ah, cool. Muss ich hier nur über die Klippe kommen? So, das geht. Hier nehme ich mal kurz das Karnickel. So, unbedingt Tastenbelegung machen. Rochen wieder. Ja, da ist Sand. Hier vielleicht auch so eine Glitzerkugel. Nö. Nö, kann ich hier nicht sehen. Also Tastenbelegung ist für mich total schwer, weil immer jede Taste, die ich mir ausdenke, die hat irgendeine Belegung. Dann nimm sowas wie Alt und 1 und Alt und 2 und Ich sowas. hab's so weit Achso. umgelegt, dass X Raptor ist. Nee, Y Raptor X Karnickel C Rochen. Alles beisammen. Geht natürlich auch, ja. Ich habe das mit Steuerung 1 bis 5 gemacht. Okay. So, da ist er. Oh, Heldenherausforderung. Ja, dann hauen wir dir drauf. Draufhauen, 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 draufhauen. Breakbar wegmachen wäre ganz gut. Oh! Alter Schwede. Oh! Alter Schwede. Au. Das schafft ihr, das schafft ihr. Ich mach Kaffeepause. Der hat aber reingeziebelt. Oh ja. Ah, jetzt bin ich ganz down. Aber wir haben ja Hoffnung, dass die anderen hier. Die Frage ist, ob der Heldenpunkt dann noch zählt. Ja, Ja, er dürfte zählt. zählen. Solange Ole noch da ist und wir jemanden haben, der uns hilft. Aber ob der Fremde uns so aufhelfen würde, das weiß ich nicht. Ach, der liegt auch im Dreck, ne? Dann helfe ich dem erstmal hoch.
Los, rett's mit, du Arsch. Oh. Der läuft jetzt weg. Doch nicht. Ja, aber er hat Hoffnung und Meteorologikus. Finde ich gut. Bei Hot Met Legis am Start. THX, rechts ist eine Sehenswürdigkeit. Jo. Also rechts auf der Map. Sehen wir jetzt von der Richtung, wer von der falschen Seite. Ich bin auf der falschen. Ja. Erstmal Joe erst kaputt machen, bevor man hier. Ja, jetzt geht's. So, und wenn ihr hier seid, dann hier jetzt auch mal hochspringen. Moment. Wo hochspringen? Ja, hier irgendwo. Irgendwo geht's hier hoch, ja. Und hier ist die Abtei-Historikerin Elisa. Historikerin Elisa, die gibt euch 5 Erfolgspunkte. Moment. Mit der könnt ihr auch mal sprechen. Hier Alter, ist ein Feuer. Ich werde hier gerade geblitzt. Ich kann sagen, er ist uns zum Erdbeben, Fritze. Boah, jetzt sag ich auch. Achso, ihr fightet. Achso. Alle toppen hier rum. Hier ist gerade alles am Kämpfen. Das ist ein Wurzeln. Oh, ich kriege hier gerade. Das ist nur virtuell. Sagst du? Wo ist jetzt die Elisa? So, hier vorne am Feuer. So, wo ist da? Okay. Ja. Mit der mal sprechen, da gibt es einen Erfolgspunkt und bei der kann man dann auch ein bisschen was kaufen, wenn man das will. Jägerschultern kann ich mir nicht leisten. Man kann diese Segen, wenn man auf den zweiten Reiter geht, vielleicht hat man davon ein paar, kann man eintauschen. Nee. Habt ihr nicht? Nee. Kein davon? Kein Segen der Treue, Fülle, Würde, Tapferkeit, nee. Urteil? Nee, kann okay. Ich auch nichts kaufen, weil mir diese zweite Währung da fehlt. Was ist denn das da? Wovon man eins braucht? Das sind da die Geschichte Segen. Des Urteils, meinst du? Ja, du musst diese Geschichte der Würde und so, das musst du schon haben. Die hast du vielleicht auch mal einen Charakter oder so. Ach so. Weil die hast du bestimmt schon, wenn du ein bisschen über die Map gelaufen bist. Vielleicht, ja. Ja. Die ist jede Woche an einem anderen Punkt. Die wandert über die Maps, ja. Ach so, ist ja. Und bei der kann man halt Rezepte kaufen und sowas, was man da eben irgendwie braucht noch, falls man das braucht. Heute halt Schulter. Okay. So. So, dann jetzt runter zur. Zu deiner persönlichen Wegmarke. Genau. Ja. Ah, ist oben, okay. Da ist gerade ein Event. Was ist denn das? Ich wurde jetzt hier runtergeschossen von den Geschmiedeten. Ah, die sind gerade weg. Okay. Okay. Da haben die Wichser, ich war schon fast da. Oh Mann, ey, das ist schon wieder was für mich, ey. Ist eigentlich wirklich nicht schwer, den. Okay. So, und jetzt haben wir hier im Süden noch diese Ecke hier, ne? Die können wir jetzt noch gut holen. Da ist auch noch ein Teleporter. Ja. Soll's sein. Was Teleporter? Ist ein Teleporter?
Mit Butter habe ich nicht gesehen. Eine Sehenswürdigkeit, Aussichtspunkt, Heldenpunkt und Beherrschungspunkt. Ja. Unten. Ich habe jetzt mal auf die Sehenswürdigkeit. Jalla. Ah, hier ist ein, so eine Kugel. Moment, da brauche ich aber kurz einen Karnickel. Ah, das hat gereicht. Yeah, habt ihr auch. Oh, Vorsicht, hier sind ein paar Minen. Oh, einmal absteigen, reicht. Ja, ja, genau. Autsch! So, wo seid ihr? Soll ich warten? Ja, Augenblick, ich wurde gerade angegriffen. Die blöden Splitterminen, wa? Jo. Da gibt's, glaube ich, so einen, kennst du einen richtigen Weg hoch, ne? Da muss man natürlich, glaube ich, rüberspringen. Ja, ich such nach so einem kleinen. Könnte aber auch hier sein. Punkt, wo man vielleicht keinen Nickel sich nehmen könnte. Hier ist auch noch, hier oder ist auch so eine. Ne, doch nicht. Soll so aussehen. Ja, hier geht's doch hoch. Da bist du hochgekommen mit dem Rochen. Ja, wenn man den Rochen auf 3 geskillt hat und ein bisschen Anlauf, kommt man hoch. Hm. Sehr schön. Hier ist auch gleich der Beherrschungspunkt. Man kann ja zum Beherrschungspunkt und dann vielleicht rüberfliegen. Ja, das denke ich auch gerade. Vielleicht kann man hier hinten rum. Nee, das ist nix. Na, Beherrschungspunkt. Ja, zum Beherrschungspunkt komme ich ja auch nicht. Ich muss ja irgendwo absteigen können, um mal hochzukommen. Ach. Vielleicht geht es. Hä, so nicht. Nee, das wird nicht reichen. Das ist zu weit weg. Ich glaube. Also wenn man das ja Anlauf nimmt und hat den auf 3, hat den Rochen schon auf 3? Nee. Nee. Auf 1, glaube ich, 1 oder 2 haben wir ihn. Okay. Ist gerade auf dem Weg. Geht doch mal dahin. Also da, wo ich jetzt bin, gegenüber ist so eine kleine Insel. Ich denke mal, wenn ich hier einen Port nehme, kann ich da rüber fliegen. Hä, wo bist du denn? Oben. Neben dem Panorama. So, und dann ist das eigentlich auch kein Problem, weil da kann ich hier nämlich mit Raptor wahrscheinlich rüberspringen. Oder so, genau. Hä? Wo? Was? Wo? Was? So, ich zeichne mal auf der Karte ein. Hier auf die Insel. Ah. Nördlich dieses kleinen. Ah, auf der anderen Seite. Achso, okay. Genau. Und dann Raptor, wupp, hier rüber. Geh auf deinen Rochen. Und schwimm da nicht blöd rum. What? Aber. Nach unser kräftig gebauter Krieger ein bisschen was für seine körperliche Fitness tun möchte. Okay, zu wenig Anlauf. Ja, Rochen habe ich gesagt. Da komme ich ja nicht hoch mit dem Rochen. Doch, da kommst du beim Rochen hoch. Ach so, okay. Das klappt. Ich konnte da mit dem Raptor ohne Probleme. Ah, ich gehe aber kurz nochmal zurück, denn da ist nämlich noch eine Sehenswürdigkeit. Ja, die hören wir uns hinterher. Aber gut. Achso, naja. Ich will nur kurz. Haben wir uns die geholt. Kurz dran vorbei. Ja, dann hole ich mir die auch. Aber scheiß aufs Event. Ich bring hier jetzt schon mal diese Würmer um. Ich hasse das, wenn verletzt sind, ey.
die nicht umgehauen, diese Idioten-Viecher. Ja, dein Charakter macht zu wenig Damage. Du musst irgendwie mal deine Skillung überdenken. Wenn ich mit allen Sachen kämpfe, also inklusive meinen ollen Weiter-Sass-Hunden, dann macht er ganz ordentlich, aber diese Jacaranda, die sind echt irgendwie zäh. Die können halt sich selbst suchen. Also such dir mal einen Gegner aus und dann mach mal nur du Damage auf dem und zünd mal alles, was er hast. Und dann sag ich dir, wie viel Damage du genau machst. Wollen wir den Heldenpunkt mal? Warte mal, erstmal. Oh, jetzt hab ich schon wieder. Was hat mich denn jetzt gehauen? So, schauen wir mal, dass wir da oben jetzt die Sehenswürdigkeit. So, dann such dir mal irgendeinen Gegner hier. Kobalt, Aal oder so. Und jetzt mach den mal platt. Dann sag ich dir, was, wie viel Damage du machst. Ja. Ah, hier ist auch noch mal eine Kugel, also für die noch sammeln müssen. Also du machst ungefähr 950 DPS pro Sekunde. Jetzt komme ich. So, auf diesem Türmchen, wo ich gerade stehe, da ist die Kugel. Ich mach nur mit Auto-Attack 5000. Ja, ist ja. Bisschen mehr. Ja, und das ist nicht gut, ne? Also 5000 ist echt nicht viel oder so, ne? Ja. Okay. Nein, nein! Das heißt, irgendwas ist bei deiner Skillung nicht. Bin Raptor rüber, wo die Kugel war. Nicht so prickelnd. Achso, ich muss den. Ach, da ist ja wieder so eine Kugel. Ja, genau. Und von der anderen Seite, also da, wo die Kugel ist, kannst du mit dem Raptor rüber schnibbeln. Hat kann man jetzt von den Beherrschungspunkt drüber segeln? Mit ja, der, ich würde mal sagen. Mit ja. Der, von hier nicht, noch ein bisschen höher müsste man. Eine Mission aus Guild Wars 1, wo man dann da verteidigen muss, also der Geist, der dann da drin steht. Habe ich auch schon überlegt, dass es da von den ist. Seiten. Habe ich auch schon überlegt. Seiten an. Wie, wo wollt ihr hinsegeln? Zum Beherrschungspunkt, der hier unten ist. Achso. Also ich gehe hier mal oben rauf und guck mal, ob ich von da einfach rüber geflogen komme. Ja. Na, auf die Insel reicht's nicht, aber es reicht auf jeden Fall auf den Vorsprung. Also oben rauf reicht's nicht, aber... Oder doch? Ja, es reicht auch direkt rüber, wenn man Speed gibt. Dieser Hase im Flug steuern, ja, aber das Nachtdopsen manchmal ist ein bisschen blöd. Ja, man muss schon in die richtige Richtung schauen, also man kann nicht gut genug steuern. Teleporterpaare. Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Teleporterpaare, ja. Also als Messmann bist du sowieso nie Top DPS oder so, ne? Das ist eh
ausgeschlossen, ja. Aber ein bisschen mehr soll schon gehen. Deshalb laufe ich mit dem Nesma hier in der Gruppe umher und nicht alleine. Ja. So, auch das ist nur Zwiesprache. Okay. Jo. Jo, das ist doch ein schöner Punkt, um dann zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ich bleib nur kurz ein bisschen weiter. Ich nehme noch kurz weiter auf, weil ich den einen Punkt noch holen will. Den oben, den Sascha und mir noch fehlen. Welchen? Ach, die Sehenswürdigkeit da, den wir dann schon... Genau, den ihr da schon oben den hatte. Hier. Was? Nee, nee. Den habe ich schon. Hier oben am Festland war noch ein kleiner Punkt. Den hier. Hier. Den haben wir auch noch nicht, oder? Aber lass sie sagen, ihr habt den. Den habt ihr. Und hier ist, fehlt mir auch noch. Ich habe den nicht. Moment, den hab zeig den bitte nochmal auf der Karte. Den eins hier. Und den. Moment, ich sehe ihn gerade nicht. Max, bitte nochmal. Wir malen auf der Map. 1 Million Kreise auf der Map. Ja. Den habe ich aber auch noch nicht. Achso. Den haben wir alle noch nicht. Okay, dann lass den ich das. Den auch nicht. Nein, der nee. Ist ja gut. Dann den auch lassen wir das. Weiter. Alles klar. Dann lassen wir das, ja. Jo, dann beende ich auch jetzt. Ist ja noch so ein Timey.